Ich habe beim letzten Mal die Kamera gespiegelt und ich weiß nicht, wie ich die zurückspiegel. Habe ich das denn noch gemacht? Ah, geht doch. Ja. Wir sind auch noch ein bisschen früh. Ich hatte, glaube ich, eingestellt 20:30 Uhr und dann war ich doch eher an. Oh, da kommt doch. 20:29 Uhr wird mir hier noch geschrieben. Kriege ständig so Kommentare. I love you, my video about you von Good Girl. Der Account wird, glaube ich, jeden Tag 100 Mal neu erstellt. So ein Kanal, der alle so voll spammt. Dann klickst du auf den Kanal und dann ist immer so, click this. Und dann ist das halt irgendein Scheiß, ne? Und dann, dann immer so jedes Mal Kommentare ausblenden. Und vor allem, wenn du heute so Missbrauch meldest, dann musst du so ein stundenlanges Formular ausfüllen. Wo ich einfach nur sagen würde, ey, Missbrauch gemeldet und wenn das 100 Leute machen, checken die mal den Kanal, aber nee, danke YouTube. Oh, wir haben noch keine 20:30 Uhr. Ich kann noch was zu trinken holen. Vorher antworte ich auch nicht. Verdammt, ich habe keine Zeit mehr. Ich hole mir eben was zu trinken. Beachten Sie, es fängt erst um 20:30 Uhr an. Solange können Sie einen leeren Stuhl bewundern. So, verdammt, 31. Ah, der Stream hier läuft ja schon. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und ganz pünktlich um 20:31 Uhr, wie ich das geplant hatte, online am Samstagabend, den 5. August. Welcher verdammte Spinner ist bitte schön samstagsabends um 20:30 Uhr zu Hause? Außer uns jetzt natürlich, Entschuldigung. Ich habe, glaube ich, gestern zu lange draußen gesessen. So, wollen wir mal gucken, ist das Stream Deck an? Nein. Stream Deck brauche ich noch. Ist es an? Hätte ich mal besser nicht genießt. A new version. Oh Mann, muss ich ja auch immer noch installieren, die neue Version vom Stream Deck für neue coole Tricks und Tipps. Remind me later. So, das ist an. Wir checken, ob das an ist. Achtung. Wem ist noch langweilig außer der Katze? Die Katze auch wirklich da so ein Gegengeräusch gemacht hat, kann man kaum glauben, ne? So, Tomb Raider hatte ich, glaube ich, angekündigt, oder ist das richtig? Aber bei Spiel ist noch eingestellt Gwent, sehe ich gerade. Muss ich mal eben fixen. Fix the problem.
Der Sport? Oh, ich habe vorhin Gwent gespielt, ne? Ich habe nur verloren in der Scheißrangliste. Ich könnte das Spiel. Ich könnte. Es ist so furchtbar. Ich weiß nicht, was los ist. Seit 3, 4 Tagen ist ja, was ich gesagt habe. Bis ich diese Marke von 3.900. Ich war, glaube ich, bei 3.926 Punkte. War irgendwie schon Top 15.000. Und dann, ab dem, da habe ich gedacht, ey, nur noch 2 Spiele. Und dann hast du die 4.000er Marke erreicht. Das war so mein Ziel. Und seitdem verliere ich nur noch. Habe ich ja schon erzählt. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Es ist grausam. Ich kann mit der Schande nicht leben. So, los geht's. Was ist das da für ein kleines Symbol? Weiß ich jetzt auch nicht. Habt ihr Ton? Ich hoffe. Ah, ja, Livestream. So, poste ich das noch auf Twitter. Was schreibe ich? Ich schreibe samstags abends alleine zu Hause, ist ja auch traurig. Hashtag sei nicht allein. Oh mein Gott! Ist ja furchtbar hier mit uns. So. Jetzt steht da Gwent Skelly getestet, aber spielen wir gar kein Gwent. Ah Mann, ey, dieses. Ah! Twitter und YouTube und so. Wer schreibt samstags abends noch immer? Ist das einer von euch? So, hallo an den Garfield XL! Weiter geht's im Bergdorf. Das wird jetzt fantastisch. Oh, jetzt müssen wir hier mal. Jetzt müssen wir schon aufpassen. Letzte Lagerspeicherdate. Hier sind wir ausgestiegen, ja? 22:48 Uhr am 2.8. Oh, vor 3 Tagen. Ja, das kann sein. Das kann sein. Einen Tag nicht gespielt, einen Tag Gwent gespielt, einen Tag nicht gespielt. Ja, so in dem Rhythmus ungefähr. Und an den Biker-Schlumpf. An den Dovahkiin. Dovahkiin. Novares, Dovahrin. Dovadai, Dovadai. A hero. So, okay. Die nasse Lara. Come on. Sind wir hier beim letzten Mal draufgegangen oder warum habe ich hier gestoppt und Pause gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier ist ja schon wieder ein Lager. Waren wir hier schon? Oh, eine Fähigkeit. Ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße, hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie dead. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Ja, sowas. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie dead. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Tudum. Tudum. Tudum, tudum. Ach, ey, das sind alles so Scheiß-Upgrades, ey. Ich finde so. Ey, komm. Ach, das kann ich noch nicht mal machen, oder was? Ja, leck mich doch. Ich finde immer so, wenn es so, nur so Upgrades gibt, die man so gar nicht machen will, weil man denkt so, nee, es braucht ja eh keine Sau. Ja, Knochensammler.
Da. So, jetzt können wir Pfeile wieder finden. Also das finde ich so ein bisschen so, das ist alles so. Ah, jetzt haben wir den neuen Fähigkeitsrang. Okay, beim nächsten Mal können wir dann auf die neuen Fähigkeiten zugreifen. Ob die dann wirklich besser sind? Wollen wir da den Fluss runter? Oder wollen wir da hinten herlaufen? Vielleicht kann man ja auch neben dem Fluss herlaufen. Oder sich hier... Das wäre jetzt hier auch so ein optionaler Grabeingang gewesen, oder? Finde ich so. Einfach mal dahin laufen, wo man eigentlich gar nicht hinlaufen muss. Und da kommt dann irgendwas, wo man dann, ne? Und überhaupt. Ah ne, guck mal hier, da sind wir wieder an dem Part. Aber hätte ich jetzt gesagt, wo könnte man ein Grab verstecken, hätte ich gesagt, hier. Da oben ist noch so ein Ding, hier ist noch so ein Ding, da ist noch eine Kiste. Können wir jetzt zumindest ein bisschen was einsammeln und ein bisschen was für unser Punktekonto tun, sozusagen. Sirius, hast du Little Nightmares schon durchgezockt? Ja, also den normalen Part haben wir durchgezockt. Es gab ja dann noch eine Erweiterung, das habe ich, da war es so ein Geocache. Es gab ja dann noch eine DLC. Einen DLC, eine Erweiterung gab es ja noch. Und das haben wir nicht gespielt. Die ist ja irgendwie vor 2, 3 Wochen oder so rausgekommen, glaube ich. Einer von mir ist auch vor 3 oder 4 Wochen. Und die haben wir nicht gespielt, aber Little Nightmares selbst haben wir komplett durchgespielt. Ich glaube so an 2 Abenden oder in 3 Abenden. Das ging ja relativ fix. Vielleicht ist sie die eine. Dann kämen wir endlich hier weg. Bleib locker, es ist doch immer dasselbe. Ein armes Mädchen verbrennt und es geht weiter wie vorher. Mann, ich hab diese Insel so satt. Ich will einfach nur weg. Das wollen wir alle, Bruder. Was hat er denn, so einen Sprengrucksack? Also ich würde sagen, wir nehmen ihn. Er sieht am gefährlichsten aus. Er hat, glaube ich, hier so einen Molotow-Cocktail-Scheiß, oder? Nichts, Van. Wenn du von hier weg willst, spring von der Klippe. Einen anderen Weg gibt's nicht. Ah, vorbeigeschossen! Vorbeigeschossen, Schweinerei! Headshot! Triple Headshot! Bitch! Machen Sie bitte das Headshot-Bitch-T-Shirt, gibt's exklusiv im Sirius T-Shirt Shop zu kaufen. Natürlich, wo sonst? So, nu? Hey! Wie ging das nochmal? Achso, hier. RB drücken. So. Da-da-dam-dam-dam-da. Zack. Die Lara. Ist ganz schön schwer gestürzt gerade hier, oder? Nimm das mal auf. Das konnte man aufschießen mit der Schrotflinte. Unglaublich. 3 Tage nicht gespielt. Alles noch perfekt im Griff. Läuft bei uns. Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu. Ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte hilf mir, Lara. Ich versprech's dir, Sam. Hey, sie hat das Sam! Sam! Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Hallo an den Blaze of Glory! Klettern Sie den Berg zur Basis hinunter. Haben wir schon alles? Achtung, springe. Au. Das war gar nichts. Mach weiter. Ich gehe und sehe nach. Was? Hier rüber! Was denn, ist der noch geflohen oder was jetzt der Arsch da? Augenblick, ich schieß ihm in die Hand. Handschuss! Handschuss kann man jetzt nicht als Headshot bezeichnen, aber tot ist tot, würde ich sagen. Handshot, Bitch! Das waren auch nur die 3, oder? Boah, ich finde, es sollte jedes Spiel nur noch mit Pfeil und Bogen gespielt werden. Alle anderen Waffen gehören in Spiele absolut verboten.
die einzigst ernstzunehmende Waffe. Ja, ich weiß, das hätte man anzünden können. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wäre aber nicht cooler gewesen. Motherfucking lautlos. Komm, Pfeil ins Knie. Wow, der lebt ja noch. Das hört sich mehr so an, als würde der da unten sein. Seht ihr den? Wo denn bitte? Bin ich blind? Also, entweder habe ich die Kopfhörer falsch schon drin. Ach, da unten ist der. Ah, ich wollte gerade auf den draufspringen, aber das wäre, glaube ich, zu todesmutig gewesen, oder? Ich denke so, hier ist doch gar nichts. Also man konnte ja schon so die Kugeln fliegen sehen. Aber ich denke so, hä? Bin ich blind? Ne, wir sagen immer schön Blaze of Glory, wie das John Bon Jovi-Lied. War das nicht ein Lied von John Bon Jovi? The Blaze of Glory. So habe ich das jedenfalls so in Erinnerung. Aus meiner Jugend, Entschuldigung. Das war vor eurer Zeit, ich verstehe. Bin ja aber echt, wenn so die Musik irgendwie so Faxen macht, wie jetzt gerade, denkt man immer sofort, da passiert ja irgendwas. Ja, den einen habe ich jetzt ausgelassen da hinten, aber zu dem laufe ich nicht nochmal zurück, das war so ein Penner. Muss ich überhaupt hin? Außenrum geht nicht. Ich muss rüber. Okay. Also springen wir, oder was? Schwimm, Lara! Wird er jetzt eh weggespült, oder? Ich glaube ja persönlich, sie bauen die Zähne auch immer nur ein, damit Lara so nasse, enge Klamotten trägt. Ach, das hat sie überlebt, klar. Natürlich. Voll überlebt, voll überlebt. Bam! Schrotflinte mal eben hier im Strudel raus. Oh! 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, oh, jetzt nochmal, nochmal. Okay. Oh. Okay. Ich versuche mal ganz nach links. Vor allem drehte sich da gerade noch ein Flugzeugmotor. Was soll denn das? Vom Wasser oder was? Hat sie überlebt. Spring, Lara! Das ist rot! Welche Taste ist rot? Ah, das habe ich gut drauf, das sehe ich. Das habe ich stundenlang bei Steep geübt. Durch Wälder. Au, 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 au. Was denn? Wir sind in feindlichem Gebiet und schreien nach Hilfe. Tut ja beim Hingucken weh.
Gwent kam vorgestern. 4 Stunden lang habe ich vorgestern Gwent gespielt. Online. Live. Hallo an die Guhin. Dum dum. Suchen Sie nach Erste Hilfe. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie man Erste Hilfe benutzt. Aber ist, glaube ich, Auto-Heal, oder? Barackenstadt. Also zum Thema Gwent spielen. Ich habe halt Donnerstagabend extrem lang und extrem viel Gwent gespielt. Ich glaube von 18 Uhr an oder so. Dann wirklich bis um 11 oder so gefühlt. Also ewig lange. Und aber diese langen Gwent-Livestreams sind eben nicht online Vielleicht verfügbar. Sind Vorräte an Bord. Die kann man dann halt dementsprechend nur live sehen, wirklich. Bei dem Lara Croft Let's Play macht das ja auch Sinn, dass die Folgen online sind, dass man der Story folgen kann. Vielleicht, wenn man mal einen Part verpasst hat. Oh, Platsch. Aber jetzt bei Gwent oder generell bei so Multiplayern, finde ich, muss halt nicht jeder Part permanent online sein. Hey, was ist denn los mit dir? Du stellt sich aber auch an, du. Ach, der kann nicht durch. Oh. Der Gestank. Wo ist der alte Mann? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Bitte. Du lügst. Ich weiß, du bist mit ihm getürmt. Bitte. Als wenn das Killer Lara noch irgendwie beeindrucken könnte, oder? Dass da jemand gekillt wird. Schon wieder? Irgendwas von dem alten Mann? Nein, er ist hart auf. Aber er kommt nicht weit. Was ist mit den anderen? Wir haben sie in die Höhlen gesperrt. Wegen des Mädchens. Sie wollten sie retten. Das heißt, will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Ah, vorbeigeschossen, ich glaub's nicht. Bald wissen wir es. Die Zeremonie ist bei Sonnenuntergang. Ich brauch Hilfe! Ah, komm, du brauchst überhaupt keine Hilfe. Du brauchst einen Headshot, brauchst du. Das war mir so ein Halsschott, aber so ganz fies hier rein, da raus, oder? Nein, 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 nein! Ins Knie geschossen! Ah! Was war das denn? Augenblick, dem schieße ich nochmal ins Knie. So. So sieht das aus. Explosion. Aua! Boah, die Lara, die muss aber hier auch Sachen abhaben, ey. Sachen abhaben, Sachen abbekommen, Sachen abkriegen, könnte man sagen. So, dann. Der Rock fragt, wo hast du denn gespielt? Ich habe hier gespielt, nur die, was ich gerade erzählt habe schon, die Gwent-Livestreams sind dann halt nicht. Boah, das kann sie nicht, weil sie da keine Medizin hat, oder was? Die sind dann halt nicht durchgehend online. Also so, ich spiele die dann und stelle die dann nachher auf privat oder auf nicht gelistet oder so. Dass man die halt nur entweder noch zu Ende gucken kann, wenn man dann halt online war. Oder dass man die halt sehen kann, wenn man den Link dazu hat. Aber generell lasse ich die Gwent-Livestreams nicht alle online. Ich hatte heute noch überlegt, ob ich nicht mal noch so ein Part Gwent-Tutorial mache. Und dann sehe ich immer wieder Leute, die 10-mal besser sind und noch 10-mal besser sind, wo ich dann immer denke, ey, eigentlich kann man sich da wirklich erdreisten, Tutorials zu machen, wenn man so ein ganz normaler Spieler ist, sage ich jetzt mal.
Oh, wie ich immer vorbeischieße heute, ey. Hasse das. Ich hasse das. Hasse das. Was man ganz schön merken kann, der Bogen hat ja mehr Spannung gekriegt, ne? Den haben wir irgendwie abgegradet. Der rockt richtig die Leute mittlerweile weg. Oh, wie ich rumeier, ne? Unglaublich. Unglaublich. Oh, herzlichen Glückwunsch zur Meisterprüfung an den Chris Welt. Ja, ich habe bei Zelda ziemlich weit noch gespielt, aber halt nicht online. Das ist eher so, finde ich, so ein Spiel, da kannst du so abends im Bett sitzen und ein bisschen zocken und so. Das habe ich aber, also ich habe ja so, ich glaube mittlerweile 3 Accounts auf der Wii U eingerichtet, auf der Wii U, auf der Switch. Und habe das halt mit dem 2. Account relativ weit gespielt. Sie konnte doch die ganze Zeit Feuer machen. Was freut sie sich jetzt so? Ah, Licht. Ah, jetzt kann man vielleicht die Pfeile. Jetzt kann man auf jeden Fall die Pfeile irgendwie erhitzen, oder was? Oh, nee. Oh. Guck nicht hin. Szene wie aus dem Resident Evil. Ich meine, oh, neuer Bogen. Sehr geil. Okay, sehr geile Sache. Sehr locker hier. Ja, sehr geile Sache. Erste Reaktion. Bogen! Erste Reaktion. Feuerpfeile! Oh ja, ja, ey, cool. Feuerpfeile. Damit können wir jetzt richtig durchrocken und so. Yeah. Roth, hörst du mich? Roth? Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Ich bin auch Wassermeister, also Wasserverbrauchmeister. Komm, Lara, neuer Bogen. Ah, da ist noch einer. Also, die sind schon alle tot. Boah, ist das langsam, ey, wenn du gesummt hast, ey. So, ein bisschen hier, mal ein bisschen Movement. Achtung, da ist so eine Tonne, die kann explodieren. Easy! Oh, noch einer, wo denn? Ach Gott, bin ich doof, ey. Komm der hoch, hier hoch, okay? Ich komme und hol dich! Hatte ich nicht so einen neuen Move? Komm, brenn!
Ah, da werden immer mehr, sehe ich gerade. Die alle denselben Weg hoch oder was, die Spinne? Ah ja. Komm, durchs Visier durchgeschossen! Kollege! Kollege! So, hier ist ein Stiefel. Ach, das ist ein Lagerfeuer! So. Ein Bettbau-Tutorial. Ja, ich mache ein Bettbau-Tutorial. Nein, ich mache ein Deckbau-Tutorial. Ja, da sind wir, glaube ich. Also, ich habe ja ein Tutorial mal gemacht, so ein Anfänger-Tutorial von Gwent. Und ich fand, das kam halt jetzt nicht so super an. Also, das war halt irgendwie okay, aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand hinterher so gesagt hat, oh, wie geil, endlich hat er das mal gemacht. Sondern es war halt so, naja, hat er halt gemacht, aber braucht das jetzt irgendeiner? Und daraufhin habe ich dann auch kein zweites mehr gemacht, weil ich gedacht habe, das wollte ich gerade machen. Daraufhin habe ich dann irgendwie doch keine Tutorials mehr weitergemacht. Aber wenn da ansatzweise Handlungsbedarf besteht, kann ich das gerne mal machen. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die sind um ein Vielfaches besser. Und ich bin in so einer Discord? Ich glaube Discord heißt das. Das ist so ein Chat-System. Für Gamer, von Gamern für Gamer. In so einer Gwent-Gruppe bin ich mit drin. Und alle, die da den ganzen Tag schreiben, sind halt, ich will jetzt nicht sagen Gwent-Pros, aber anscheinend Leute, die sich mehr mit Kartenspielen beschäftigen, wie ich es tue, die vielleicht auch schon Hearthstone und alle anderen Sachen gespielt haben. Und wenn die so miteinander reden, ich verstehe kein Wort. Also so, ich sage jetzt mal so ganz simple Sachen, wie man Fraggen und Sprayen sagen würde, so beim Call of Duty spielen und solche Dinge, haben die halt auch so ihre, ja, ihre Kartenspielsprache. Also logisch so einfache Sachen wie eine Karte gebufft, eine Karte genervt und so. Discard oder Carryover und sowas, da weiß ich jetzt mittlerweile auch mal Bescheid. Aber bei ganz vielen Dingen, wenn die über irgendwas reden, habe ich überhaupt keine Ahnung. Hallo an The Rock und danke fürs Abo. Also es ist echt so, ich muss sagen, also außer diesen Frust, den ich da die letzten Tage gehabt habe, dass ich innerhalb meines Levels, guck mal, man hätte auch die ganze Zeit hier weiterlaufen können, ne? Dass ich da innerhalb meines Ranglevels, also bei der, wenn du Ladder spielst, wenn du versuchst aufzusteigen und so, also bis auf diesen Frust, dass ich da nicht mehr weiterkomme, finde ich, macht das mega viel Spaß, so Karten zu spielen, weil es halt die ganze Zeit irgendwie immer was damit zu tun hat, ja, weiterzukommen, das Spiel zu lernen, mehr nachzudenken, taktischer zu spielen, überlegter zu spielen. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Die Gegner, was auch wirklich sehr gut ist, dass die Gegner wirklich sehr schön, ja, jetzt nicht mitleveln, aber dass das Spiel dir wirklich immer Gegner raussucht, die genau immer so ein ganz klein bisschen besser sind als ich, sodass ich auf keinen Fall gewinne. Nee, aber du kriegst ja immer wirklich sofort Gegner zugewiesen, die auf deinem Level sind. Und das ist halt, Moment! Das ist auf jeden Fall sehr, sehr von Vorteil oder sehr, sehr cool. Okay, ihr... So, wie geht das jetzt hier mit dem... Also, da war... Was spiele ich denn mal? Pistole? Nein.
Komm, kill ihn! Die Sau! Lara Rambo Croft in Action! Oh, 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 der lebt da noch! Nein, nein, nein! Haben wir gekillt, alles gut! Oh, scheiße, wie kann ich in die Luft springen? Ah! Jetzt wollte ich gerade so einen 360-Jump No-Scope machen. Aber sie kann nicht, sie kann nicht im sie kann nicht im Laufen... Ah, nee, das ist gar kein Fass. Sie kann anscheinend nicht im Laufen schießen. Im Springen schießen. Okay, und da kann sie auch nicht. Ey, wieso ist der nicht gestorben? Ach Gott, ey. Durch den Schlitz! Oh. Es wird immer brutaler hier. Oh, ich habe die Seite geswitcht. Das sah gerade komisch aus. Ich habe alles im Griff. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Konnte man den Feuerpfeile schießen? Komm, du Depp. Wow, danke an den Blaze of Glory für 3 Euro. Dankeschön fürs Unterstützen. Sehr freundlich. Hey! Headshot, Alter. Mit den... Wow! Ich wollte gerade sagen, mit den Feuerpfeilen braucht man eigentlich gar nicht headshotten. Action! Nochmal und rein da! Immer rein in die fette Moppe! Wow! Aber wie man nicht im Spring schießen kann, die Kacknoob-Alte! Nein! Entschuldigen Sie bitte, ich wollte die gute Lara nicht beschimpfen. Pass auf, ich mach das jetzt total ordentlich. Ja, ein Mädchen macht euch hier gerade fertig. Gott, war der schon so nah, oder was? Oh, was ist das für eine Kackknarre, ey? Kann ich ja nicht hoch, ne? Munition sparen! Das Schwein! Ah, jetzt habe ich Feuerpfeile, oder? Wenn ich einmal mehr hochdrücke. Nee, doch nicht. Boah. Dann doch so in den Arsch schießen und dann meiner Frau, das macht man doch nicht. Das ist ja unhöflich. Ach komm, Lara, jetzt spring mal da hoch, du Hampelkuh, ey.
Warte, ich komm! Ich wusste gar nicht mehr, dass es hier so ein schweres Level gibt. Oder das heißt ein schweres Level, aber so ein actionreiches, ne? Wo bin ich? Auf der Seite, okay. Bückt er sich, die Sau? Waren das alle, weil sie hier gerade so den Bogen von alleine wegtut? Wahrscheinlich, oder? Wenn sie den Bogen von alleine schon weglegt? Hashtag Hampelkuh! So, sorry, ich hab jetzt... Oh! Dickes Schwein! Das sieht gefährlich aus! Erstmal dem Schwein Headshot verpasst. Headshot, Schweinebitch. Headshot, Schweinebitch könnte man auch falsch verstehen, oder? Headshot! Ah, scheiße, hier war ich vorhin. Hier bin ich vorhin auch gestorben. Scheiße. Kommt ihr ruhig alle da durch. Noch jemand, der bedient werden will hier? Du oder was? Ja, der Schädel zerspringt nicht. Echt nicht? Nee. Danke an Mr. Schnickschnuck für 3,33 €. Vielen lieben Dank fürs Unterstützen. Danke, danke, danke schön. So, jetzt zeig mir nochmal eben. Jetzt habe ich die Feuerpfeile, ne? Wow, oh, die Schweine, ey. Ey, du Penner, geh mal down, ey. Wie viel Schuss hat sie denn in der Knarre, bitteschön? Die Action 100 Schussknarre oder was? Ich hab gedacht, ich dürfte nur so 8-mal schießen oder irgendwie so. Aber nein, sie hat ja dieses lange Magazin drin. Man hätte ja auch geschickt sein können und sich hier irgendwo losschießen können. Aber auf die Idee bin ich gekommen. Entschuldigung. So, das haben die ganzen Lutscher davon hier. Können doch nicht mal ein kleines Mädchen fertig machen. Natalie. Nee, Natalie habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Macht die nicht auch ihre Meisterprüfung? Aber das ist ja ganz, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das ist ja ganz oft so. Dann hat die Natalie nicht auch bei Skyrim zugeschaut? Oder bei Witcher dann auch noch. Aber sobald so diese Spiele dann vorbei sind, die die Leute mögen, sind die dann häufiger auch mal dann halt einfach wieder weg. Das gibt's ja, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Da ist ein Geocache. Cache. Caches. Catches. Catches, sagt man, oder? Ah, da geht's nochmal runter. Frag mich. Ja, da müssen wir auch runter, wie es aussieht. Muss ich da runter? Ja, ne? Ne, sie macht hier immer so ein...
So ein Wubbel-Wubbel-Move. Spring da runter schon, du Schlaubi-Schlumpf. Oh ne, hier ist auch eine Treppe. Entschuldigung. Leiter, meine ich. Ah, das ist ein optionales Grab. Die Quelle der Tränen. Ich weiß jetzt nicht warum, aber die Rätsel sind ja meistens relativ einzeln. Deshalb machen wir das mal einfach so. Ob das dann richtig ist oder nicht, oder was das überhaupt bewirkt, sehen wir dann hinterher. So, was mache ich mit dem Ding? Also, pass auf, das werfe ich da hoch. Und dann kann ich wieder darauf. Oh, Entschuldigung. Uah. Wo die fette Lara drauf ist, geht das ja so. Jetzt werfen wir die einzeln wieder runter. Oh, nein, Lara ganz relaxed. Oh, oh, oh. So, und jetzt? Ich hab gedacht, jetzt steige ich mal auf hier. Ich dachte jetzt wirklich. Nee. Oh, komm, ey. Ich dachte jetzt wirklich... Okay, ich muss ihn erwischen, wenn er hochfährt. Ah, okay. Statuen der Sonnenkönigin. Das hier war einst ein heiliger Ort. Also nochmal... Das haben Sie jetzt nicht gehört, wie ich einen Kopf habe auf den Tisch fallen lassen. Das sollte Laras Kopf sein. Warum explodieren die denn nicht? Wir können das ja mal mit Brandpfeilen versuchen. Weil die sehen ja grundsätzlich eigentlich aus wie so wie Benzinkanister, oder nicht? Oh, wenn Lara so stundenlang im Kreis läuft, ey, dann wird mir schlecht beim Zugucken. So, ich setze mich jetzt erstmal hier ans Lagerfeuer. So. Gott, ich soll ein Fenster aufmachen. Allen Ernstes, hast du es mal mit Rainbow Six Siege versucht?
Das können auch wirklich nur neue Zuschauer schreiben. Geht sofort weiter. Geht sofort weiter. Nach welchem System sind denn eigentlich diese verfluchten Playlists geordnet? Nach gar keinem? Also nach neu und alt können wir eigentlich nicht geordnet sein. So wie das hier aussieht. Sich alle wirklich mal kreuz und quer. Zum Thema Rainbow Six Siege. Ich war derjenige, der bei Ubisoft auf der Gamescom den Rainbow Six Siege Stand moderiert hat und mit den Entwicklern gespielt hat. Hallo? Hallo? Ich habe schon 2015 auf der E3 Rainbow Six Siege in Los Angeles gespielt. Hallo? Willst du das jetzt verarschen, da? Das Spiel will mich doch vollkommen verarschen, oder? Oh Gott, ich hasse dieses Rätsel. Ich hasse, dass da immer so im Kreis und im Kreis und im Kreis hochzulaufen. Das hasse ich schon jetzt. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen da dran springen. Ja, so sieht das ja eigentlich aus. Aber wenn ich drauf springe. Oh, ich glaube, wir machen Feierabend mit Tomb Raider. Aber wir haben so kurz gespielt. Ich wollte eigentlich mindestens eine Stunde spielen. Dankeschön, von wem auch immer gerade. Moment. Danke an den Azazon für 6 Euro. Dankeschön. Warum geht das Donation-Schild eigentlich nicht mehr? So, eine Donation! Dankeschön! Keine Ahnung, ich habe doch extra so ein Donation-Ding gemacht. Was daraus geworden ist, weiß niemand. Ja, ich wollte nur sagen, also wenn einer mal, zumindest zu Beginn von Rainbow Six, wenn da einer irgendwie mit dem Spiel verbunden war, dann fand ich. Also gibt, glaube ich, wenige im deutschsprachigen Raum, die dann schon zum Release die ganze Zeit Alphas, Betas. Ich war in England für Rainbow Six. Ich war in LA für Rainbow Six. Ich war auf der Gamescom für Rainbow Six. Also ich könnte jetzt zwei Container nehmen und runterwerfen. Und dann würde das... Dann muss ich jetzt alle nehmen und runterwerfen. Aber dann läuft es vielleicht zu schnell hoch, oder? Weiß ich jetzt nicht. Versuchen wir jetzt. Ich denke mir immer, umso weniger Kanister da dran sind... Komm schon, du blöde Scheißkuh! So, letzter Versuch, dann werfe ich das Spiel jetzt vor die Wand. Ne, dann gehe ich einfach aus diesem Scheißrätsel hier raus.
Boah, wir brauchen echt mal wieder so ein Gute-Laune-Spiel, wo man einfach so spielt und gute Laune hat. Oder geht das mir nur im Moment ab, weil einfach so Sommerzeit ist und man gar keine Videospiele spielen sollte? Scheiß Kanister in die Hand. Ich werfe den jetzt nur ganz zufällig da oben schon mal hin, falls man das wieder nicht schaffen sollte. Na also! Blöde Kotzkuh! So, da haben wir es jetzt aber. Endlich! Endlich! So, und was gab das jetzt? Ein Fähigkeitspunkt im Lager. Na, immerhin etwas. Dann wie so eine Kackfähigkeit wie mehr Tierknochen aufsammeln. Oh, jetzt habe ich da. Oh, aua! Hat sich auch noch wehgetan. Oh Gott. Was ist denn jetzt Plünderung? Ja. Weil wir so gerne Leichen durchsuchen. Zumindest Lara Schätzchen. Lara Schätze können, ne? So, Schätze können, dann gehen wir mal wieder raus hier. Das hat mich ja gerade fast den letzten Nerv gekostet. Ne? Unglaublich. Hallo, Alimango. Katze! Oh, die Katze. Immer, das hatten wir vorgestern Abend, oder wann haben wir das gespielt? Vorgestern Abend hatten wir das ja auch schon. Da, also wenn ich hier Fenster aufhabe und ein Licht aufhabe, kommen im Sommer logischerweise ja Mücken rein und sowas. Und dann sitzt die Katze auf der Fensterbank und hüpft immer nach, was weiß ich, Mücken, Motten, Nachtfaltern und diesem ganzen Kleinkram, was immer so, was dann halt immer so durchs Fenster kommt. Und schmeißt dabei dann aber auch immer alle Sachen runter, die auf der Fensterbank sonst noch liegen. Wie Objektive, Gamepads und so weiter und so fort. Könnte jetzt hier mal eine Richtung angezeigt werden, bitteschön. Oh, mir ist noch müde. Finger hoch. Oh, bei mir war es gestern ein bisschen später. Oh, so, ich sehe nichts. Kannst du mal Licht anmachen, Blödi? Warum macht sie denn keine Fackel an eigentlich? Also hier geht es auf gar keinen Fall irgendwie weiter, oder? Hier bin ich drüber gekommen über dieses blöde Brett. Ja, hier komme ich doch gerade. Ich gehe mal zum Lagerfeuer, machen wir, glaube ich, mal Schnellreise einfach. Oh Gott, bin ich müde, ey. Das ist ja furchtbar. So ist das, wenn man älter wird, meine Freunde. So, wie kann man denn jetzt hier Schnellreise machen? Wer weiß das denn? Hä?
Ich habe ihm gedacht, von Lager zu Lager kann man schnell reisen. So, ich bin jetzt da. Das macht ja quasi hier, guck mal, so einen Bogen. Da war dann das Brett. Und dann geht es irgendwie da am Ende von dem Gang nach links. In das Grab. Ja, durch das Grab sind wir gerade gekommen. Und dann ist aber doch der Schluss. Und da sollen wir hin. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ist das hier ein Lager? Schnellreiselager. So, wer weiß denn jetzt, wie man von hier aus zum Schnellreiselager kommt? Ich weiß es nicht. Eigentlich. Wer weiß, wie man von da zum Schnellreiselager kommt? Ich meine, oben steht ja das Tageslager, was anderes als ein normales Lager. Komm, wir gehen alle schlafen einfach. Ist auch schon spät. Ich wollte eigentlich noch Gwent streamen, aber ich glaube, ich gehe einfach pennen. Ne? Ist ja. Also am Ende links. Sie laufen das nochmal zurück, okay, oder? Ey, Katze! Katze bringt mich auch nochmal um Verstand hier. So. Wieder daneben. So, wir gehen wieder hier raus. Gucken nochmal auf unseren Plan. So, jetzt sind wir da, machen hier diesen Move. Also hier mit hochklettern und so. Nochmal mit hochklettern. So, über das Brett. Hier rum. So, jetzt ist es hier einfach so dunkel, dass ich da gar nichts mehr sehen kann. Aber jetzt macht sie mal Licht an, oder was? Bilse. Das war doch vorhin noch die Stelle, wo ich gesagt habe, warum macht sie keine Fackel an? Gehen wir einfach mal davon aus, dass es vorhin ein Bug war. Es war einfach ein Bug. Nicht, dass ich das versaut habe. Das braucht ihr jetzt nicht denken. So, ich würde aber jetzt sagen, nach einer Stunde etwas zähem, also ich finde es teilweise irgendwie ein bisschen zäh. Also weil so, ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, weil es halt der erste Teil ist. Wir haben hier einfach Balance noch nicht so gefunden. Ich bin jetzt gerade ohne Kopfhörer auf, deshalb ein bisschen blöd. Kann man gar nicht durchschießen. Oder nur die. Die hat nur in die Knie getroffen. Und dann hingerichtet. Auch nicht so ein Killer-Move kann, ne? Von oben drauf springen oder so. Lass mich jetzt mal drauf gehen, also, wenn man so will. Da ist es, oder? Ist sie tot? Ne? Dann ist aber das doch eine ganz gute Stelle, bei der wir beim nächsten Mal weiterspielen können, weil ich wollte die Tomb Raider-Folgen ja generell bei. Hätte auch mal einer sagen können, dass die Top-Donation mitten im Raum schwebt. Ich wollte die Tomb Raider-Folgen ja ganz gerne so auf einer Stunde haben und das haben wir jetzt. Und ich bin mega todmüde. Und ich glaube, wir kriegen auch nicht irgendwie 100 Leute zusammen, um Gwen zu gucken. Oh, Mr. Schnickschnuck! Oh, ja komm. Dann für Mr. Schnickschnuck, der 6,66 Euro gespendet hat, gibt es 6 Minuten und 66 Sekunden noch Gwen.
Pro Gewendrunde 6,66 Euro heute Abend im Sonderangebot, anstatt 10, nur weil Samstag ist für euch. Dann mache ich mal kurz aus und dann sehen wir uns gleich bei Gwent wieder. Bis gleich.